Nur des schönen Mannschaftsfotos wegen sind die Armenier wohl nicht nach Genf gereist. Servet gegenüber dem Hinspiel auf 3 Positionen verändert, Diogo, Pa und Mieville in der Startformation. Mit dem 2-Tore-Polster aus dem Hinspiel konnte Servet die Partie relativ gemächlich angehen. Dieser Kopfball von Leonard Türch nach 8 Minuten war ein erster Versuch, alle Qualifikationshoffnungen des Gegners endgültig zunichte zu machen. Amirian verhinderte den frühen Führungstreffer. Servet-Trainer Roberto Morinini musste bis zur 34. Minute warten, ehe seine Mannschaft wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte. Alex Frey beschwert sich, in der Meinung, das Tor gemacht zu haben. Wir versuchen aufzulösen. Der Ball war wohl nicht hinter der Linie. Achten Sie oben auf den Linienrichter, der schaut ganz genau. Der Entscheid, das Tor nicht zu geben, für mich korrekt. Die 38. Minute. Freistoß Servet. Beim Ball Alex Frey. Diogo, das 1:0 für Servet. Paolo Diogo, der Schütze. Die Führung war verdient. Der Ball noch leicht abgelenkt. Keine Chance für Goli Vorobjev. Servet blieb gefährlich bei Standardsituationen. Diogo schießt direkt und schon wieder trifft er. 2:0, der neue Spielstand nach 43 Minuten. Mit dem 2:0 Hinspielsieg ein komfortabler 4-Tore-Vorsprung. Paolo Diogo traf schon am Wochenende gegen Aarau. Heute schoss er seine Mannschaft wohl definitiv in den UEFA Cup. Auch in der zweiten Halbzeit bestimmte Servet das Spiel weiterhin. Spartak Jerewan war nicht in der Lage zu reagieren. Und es dauerte bis zur 63. Minute, ehe Spartak zum ersten Mal überhaupt auf das Tor von Marco Pascolo schoss. Grigorian und Jakobian mit dem vermeintlichen Anschlusstreffer. Aber was lernen wir daraus? Erstens, es war abseits. Und zweitens, alle armenischen Namen haben die Endung Jan. Ob Demircian, Simonian oder Yenbian, alle spielen sie bei Jerewan. Und wenn wir ihnen einen Wechsel zeigen, hat das einen speziellen Grund. Alexander Bratic gab sein Comeback bei Servet. Wir erinnern uns, im September letzten Jahres zog er sich gegen Lausanne einen Beinbruch zu. Die Spannung im Spiel, sie fehlte, Servet führte klar und die Armenier agierten zu harmlos. So kamen die Genfer relativ mühelos zum dritten Treffer. Alex Frey mit seinem persönlichen Erfolgserlebnis. Servet kam schließlich ohne großen Aufwand zum klaren 3:0-Sieg und steht damit mit dem Gesamtresultat von 5:0 in der ersten Runde des UEFA Cups.